Wir müssen ein Einwandererland für Spitzentalente werden. Wie bekommen wir Spitzentalente? Indem wir ihnen Chancen eröffnen für den Fall, dass sie hier sind. Also nach dem Prinzip Recruit, Develop, Retain. Reinholen, fördern, behalten. Das muss die Politik sein. Und das geht nicht, wenn ich dem Überflieger oder der hochbegabten Molekularbiologin, die ein Angebot bei Stanford hat, im Alter von, sagen wir, 30 Jahren, in Aussicht stelle, dass sie hier eine kleine Professur bekommen. Und dann sehen wir mal. Ich muss Aufstiegsmöglichkeiten unter klar definierten, aber transparenten Rahmenbedingungen bieten. Wenn ich das mache, werde ich eine Chance haben, diese Überflieger zu bekommen. Die müssen nicht notwendig zu Stanford gehen, denn die Rahmenbedingungen, so selbstbewusst sind wir, die sind teilweise, vielleicht sogar überwiegend, an der TU München nicht schlechter als in Stanford. Denn Geld ist für Forschung eigentlich auch in Deutschland aus vielen Quellen üppig verfügbar. Die Köpfe sind es, die sie benötigen, um diese Mittel zu akquirieren. Und das sehen wir ja auch im europäischen Kontext. Wenn wir in der Lage sind, diesen jungen oder auch den älteren Spitzenkräften bei uns Positionen anzubieten, auf denen sie dann nach oben weiterkommen, dann bringen die die europäischen Forschungsgrants allemal mit, kein Problem. Die Schweizer, die nicht mal EU-Land sind, die machen das. Die ETH Lausanne ist eine, gemessen an der Größe, eine Spitzeninstitution, was die Zahl der ERC-Grants betrifft, also der Projekte des Europäischen Forschungsrats. Hochkompetitiv diese Einrichtung. Heute mittlerweile ein Qualitätsbenchmark in der europäischen Forschung. Ja, es müssen unsere Strukturen flexibler werden, dass wir die dazugehörigen Menschen, die das Ganze tragen, die dieses ganze Geld tragen für die Forschung, dass wir denen hier eine Willkommensumgebung, sprich gute Labors und positive Ansprache und gutes Ambiente schaffen. Das ist das Erfolgsrezept, nicht sonst.